Trotz heftiger Kritik will Russland die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 bis Ende dieses Jahres fertigstellen. Die Betreiberfirma und die beteiligten Unternehmen machen mit der Realisierung weiter. Das verkündet Vizeregierungschef Nowak. Zuvor hatten einige russische Politiker eine Fertigstellung schon im Sommer für möglich gehalten. Gegen Nord Stream 2 läuft eine Klage der deutschen Umwelthilfe. Auch die USA sind gegen das Projekt. Kommende Woche soll auf dem russischen Teilabschnitt ein Testlauf beginnen.